Kapitel 4. Tschabumm! Die massive Balliste an der Wachspitze feuerte von neuem. Der mechanische Rückstoß echote über den Hafen zur Signalstation der Trutzspitze. Ja, ja, brüllte Jogan auf dem Stationsturm und sprang auf und ab. Seine Aufregung ließ den Nordbalkon mehr erzittern, als es die Explosion getan hatte. Ergebt es ihnen! Kara sagte gegen das Geländer, verblüfft von dem Schauspiel im Nordwesten. Alles, was noch auf die Existenz des ersten Luftschiffs hinwies, war ein hoch in der Luft hängender, widerlicher Dunstschleier. Das zweite Schiff zog eine wogende Rauchsäule hinter sich her, als es von der eigenen Nutzlast in die Tiefe gezogen wurde. Es ist. Kara verfluchte sich dafür, dass sie das Nahen des Bösen nicht gespürt hatte. Ihre Aufgabe, ihre ganze Zivilisation, drehte sich darum, wachsam zu bleiben, und sie hatte sich ablenken lassen. Es war ihre Schuld. Doch andererseits hatte ohnehin niemand gewusst, wonach genau sie überhaupt Ausschau hielten. Niemand, der jetzt auf Alanxia lebte, war je selbst mit dem Sith-Bösen in Kontakt gekommen. Nicht bis vor wenigen Minuten, als sie ihr Bewusstsein geöffnet hatte, um die Warnung zum Festland zu schicken. Da hatte sie sie wahrgenommen. Sich windende Tentakel der Finsternis, die in der Nacht langten, vollkommen von der eigenen Überlegenheit überzeugt und davon, dass ihre Bemühungen endlich von Erfolg gekrönt waren. Erfolg! Sie hatte beinahe gefühlt, wie sich das Wort in einem fremdartigen Mund formte. Anschließend waren zwei der Luftschiffe abgestürzt, doch wer vermochte zu sagen, wie viele die Sith noch besaßen? Wer hatte gewusst, dass sie derlei überhaupt besaßen? In den Kestark-Chroniken, dem Folianten, in dem alles stand, das je über die andere Seite der Welt bekannt gewesen war, war von Luftschiffen keine Rede. Wenn die Sith über Luftschiffe verfügten, warum setzten sie sie erst jetzt ein? Besaßen sie sie erst seit kurzem? War dies ein Test? Falls dem so war, bestanden die Streitkräfte von Alanxia ihn. Jenseits des Wassers feuerte ein weiteres Geschütz, um eine zischende Rauchwolke in die Nacht zu schleudern. »So ist es gut! So ist es gut!« heulte Jogan. »Nehmt das mit nach Hause!« Kara blickte abrupt auf. »Nach Hause!« Sie eilte in die Glockenstube. Sofort krachte sie gegen etwas schmerzhaft Solides. Auf allgemeinen Befehl hin hatten sie die Lichtquellen im Turm gelöscht, doch sie hatte ganz vergessen, wo Jogans Werkband stand. Jetzt lag sie halb darauf und halb darunter. Kara rollte herum, bemüht, ihre Beine zu befreien. Jogans Griffe fielen aus ihren Haltern und klapperten neben ihr zu Boden. Sie fluchte, doch ihre Stimme ging im Krachen eines weiteren Schusses von der gegenüberliegenden Küste unter. Draußen jubelte Jogan. Pustet das Ding weg! Kara dachte dasselbe. Sie biss die Zähne zusammen und trat die Werkbank von sich, ehe sie sich umdrehte, über die herabgefallenen Gegenstände kletterte und zu den Stufen hinüberstolperte. Kara, du musst das sehen! Als Jogan seinen Kopf hereinstreckte, sah er sie gerade noch im schwarzen Loch der Wendeltreppe verschwinden. Kara? Die Gondel bebte in der Dunkelheit. Beeilung, ihr Narren! Sämtliche Besatzungsmitglieder der Kentra waren jetzt in Bewegung und warfen in dem verzweifelten Versuch, höher zu steigen, Proviant über Bord, um so den Abstand zwischen dem Luftschiff und der Balliste unten am Boden zu vergrößern. Edel sah, dass die Befestigungsanlage, die den Hafen überblickte, nur so von Waffen starrte, diese allerdings nur eine begrenzte Reichweite besaßen. Um einem feurigen Tod zu entgehen, war ein Sith gern bereit, ein bisschen zu hungern. Allerdings musste der Stamm erfahren, was hier lauerte. Taymor, schick ihn in die Warnung! Als Edel einen raschen Blick auf Achtern warf, sah er die Telepathin auf dem Deck knien. Es war unmöglich, sich hier zu konzentrieren. Nicht, wo die Kendra so heftig von den Fluchtversuchen der panischen Ubaks gebeutelt wurde. Die Frau stützte sich mit einer Hand am Geländer der Gondel ab und schrie auf, als weiße Geysire unter deren Füßen auszubrechen schienen und die Frau und den Herr Jabu-Boden in Stücke rissen. Edel verfolgte ungläubig, wie Taymor stürzte. Als die Kendra erneut einen Ruck nach vorn machte, sprang er über das Loch hinweg, das jetzt im Deck klaffte, um neben dem zu landen, was von der Hellseherin noch übrig war. Er wusste sofort, dass Taymor nicht mehr zu retten war. Ihr Körper war von Dutzenden glänzender Steine zerfetzt worden. Als er erkannte, worum es sich bei den Projektilen handelte, starrte er sie verblüfft an. Diamanten. Ein Uwak sauste vorüber und stieg hinter der Kendra in den Nachthimmel empor.
Erst dachte Edel, dass sich eins seiner eigenen heulenden Tiere losgerissen hatte, bis sich der Uwak in der Luft herumzurollen schien und kehrt machte, um ihre Verfolgung aufzunehmen. Kein Zweifel, das war die Quelle der verheerenden Schüsse. Und als der Uwak jetzt näher kam, konnte Edel in der Düsternis einen Keshiri-Reiter ausmachen, der ein langes Rohr aus seiner Schulter abstützte. Achtung! Als Edel über das Loch wieder auf die andere Seite sprang, ertönte hinter ihm ein mechanisches Tschab. Eine Wolke schimmernder Steine schoss in die Höhe. Einige Brocken durchschlugen die Rückseite der Gondel, andere zischten über ihnen außer Sicht. Weiter unten verstummte schlagartig der Uwak der Kentra, der die ganze Zeit über gekreischt hatte. Der Captain verfolgte, wie der Angreifer vor sie sauste, wo sich ihm zwei weitere, identisch bewaffnete Keshiri anschlossen. Edels Augen weiteten sich. Die Keshiri verfügten über eine Luftstreitmacht. Auf dem Weg nach unten nahm Kara nur jede zweite Stufe, bevor sie schließlich über das Geländer in die Dunkelheit hinabsprang. Nachdem sie sicher auf dem Boden des Turms gelandet war, zumindest dabei war die Macht ihr eine Hilfe gewesen, eilte sie in die Küche, ohne sich auch nur daran zu erinnern, wonach sie eigentlich suchte. Jogen stieg rasch die Treppe hinunter. Kara! Ich muss gehen, sagte sie, während sie planlos von einem Raum in den anderen lief. Wo ist mein Beutel? Ich brauche meinen Beutel! Von seiner erhöhten Position auf der Treppe aus verfolgte Jogen verwirrt, wie sie panisch vorbeihastete. Er wies auf den Boden vor den Türen zu beiden Schlafkammern. Kara fummelte im Dunkeln nach ihrem Reisebeutel und nahm ihn auf. Stoff riss deutlich hörbar, als sich der Trageriemen der Tasche unter ihrem Fuß verfing und Kara mit einem dumpfen Aufschlag erneut zu Boden fiel. Aus dem eingerissenen Beutel fiel Kleidung heraus. Draußen ertönte ein weiteres Krachen. Jogen blickte in die Höhe hinauf, hin und her gerissen zwischen der Zerstörung der vor so langer Zeit angekündigten Eindringlinge und einer gehetzten Frau, die im Dunkeln herumwühlte, um ihre Wäsche einzusammeln. Schnell traf er eine Entscheidung. Er sprang von der Treppe nach unten und fand Kara auf Händen und Knien, während sie vergeblich die Kleider in einen Beutel stopfte, den es nicht mehr gab. Er kniete neben ihr nieder. Kara, du musst nirgendwo hin. Wir haben unsere Nachrichten abgeschickt. Wir sind hier sicher. Du bist hier sicher, sagte sie und langte nach dem Rest ihrer launischen Unterwäsche. Als sie nach links schaute, entdeckte sie das letzte Stück in der Hand des verwirrten Signaloffiziers. Ich hingegen bin hier nicht sicher, weil ich gar nicht hier bin. Jogen sah sie mit ausdrucksloser Miene an. Was meinst du damit? Sie riss ihm das Kleidungsstück aus der Hand. Mein Mann denkt, ich würde momentan den Nordhang bereisen. Ich komme nicht allzu viel raus. Nennt man das so, was wir gemacht haben? Sie bedachte ihn mit einem Blick, der ihm nachdrücklich klar machte, dass sie das nicht im Mindesten amüsant fand. Draußen kündete ein weiteres hölzernes Kavum vor neuerlichem Kummer für die näherkommenden Ziff. Er sah zu, wie sie das, was von ihrem Beutel noch übrig war, zusammenfaltete. Aber du sagtest doch, Pru sei nicht beim Militär, erklärte er. Ich denke nicht, dass er je davon erfahren wird. Kara, die sich ihre Habseligkeiten zwischen Arm und Oberkörper klemmte, wirbelte herum und ergriff Jogens Hände. Ihre Worte waren eindringlich. Jogen, dich kennengelernt zu haben, gehört zum Besten, was mir in meinem Leben je widerfahren ist. Du bist ein überaus hoffnungsvoller und vertrauenswürdiger Mann, sagte sie. Sie drehte seine Hände um und umklammerte sie fester. Aber das da draußen ist das Bedeutendste, das jemals passiert ist. Und wir beide, du und ich, waren draußen auf dem Balkon und wurden Zeuge davon. Ich war diejenige, die das Gedankensignal geschickt hat. Sie ließ seine Hände fallen und erhob sich. In Kürze werden hier eine Menge Leute sein, sagte sie wild gestikulierend. Und dann wird jeder auf Kesh wissen, wer hier war, als die Sith kamen. Ich darf nicht hier sein. Aber das wird in die Geschichte eingehen. Ist mir gleich. Jogen stand auf. Kara, wenn der Staat dich hierher geschickt hat, dann wissen sie bereits, dass du hier bist. Genau das ist der springende Punkt. Sie haben mich nicht hergeschickt. Sie stürzte an ihm vorbei auf die Tür zu. Vom Restlicht, das von draußen hereinfiel, von hinten erhellt, drehte sie sich noch einmal traurig zu ihm um. Ich habe den Transitschein selbst aufgesetzt. Ich habe mir das Siegel des Reisebeauftragten ausgeborgt, um ihn abzustempeln. Sowas kannst du? Eigentlich nicht.
Es ist hilfreich, dass er 77 Jahre alt ist und so gute Beziehungen hat, dass man ihn nicht zur Zwangsarbeit in, ich weiß nicht, in eine Glasfabrik schickt. Dann gab es also gar keinen Ablösebefehl für Belma. Belma, ihr Verstand raste. Nein, sie hatte Belma dem Gedankenrufer ihren Namen nicht genannt. Er würde jetzt ebenfalls hierher zurückkehren, es sei denn, die Streitkräfte bei Garrus Halls hielten ihn auf. Sie erinnerte sich an den Hauptmann und seine Schützen. Erinnerte er sich an ihren Namen? Auch er und seine Leute würden jeden Augenblick den Pfad hinaufmarschiert kommen. Wie sollte sie an ihnen vorbeikommen? Ich muss gehen. Sie eilte zur Tür hinaus. Tragballon beschädigt! Pepins Warnung war für Edel keine Überraschung. Wasserstoff entwich zischend aus Löchern im Gasballon. Nicht gut, dachte er, auch wenn die Angreifer, die um sie herumschwirrten, mittlerweile waren es drei, nicht über die Speere mit der brennenden Spitze zu verfügen schienen, die ihren Begleitschiffen den Chaos gemacht hatten. Trotzdem sank die Kendra erneut tiefer und würde bald wieder in Reichweite der Ballistenschützen sein. Sie hatten keine andere Wahl. Sie mussten den Wasserstoff aus dem Ballon ablassen, bevor es jemand anders tat. Edel kämpfte sich voran. Dort im Dunkeln hing irgendwo ein Tau, das die einzelnen Fächer des Ballons systematisch entleeren würde, sofern ihm die Zeit dafür blieb. Ein Stück weiter machten die Uferkreiter kehrt, um zu einem neuen Angriff anzusetzen. »Krieger an Back und Steuerbord! Bereit machen zum Abwehren von Feindbeschuss!« brüllte er. »Keine Lichtschwerter! Nutzt die Macht!« Dies war nicht der richtige Augenblick, um herauszufinden, ob das Aktivieren eines Lichtschwerts eine Explosion auslösen würde oder nicht. Zwei Uwaks sausten von beiden Seiten heran, deren Reiter einen Hagel schimmernder Geschosse in die Nacht hinausschickten. Doch gerade als die Sith-Krieger gestikulierten, um das Sperrfeuer abzublocken, trat auch schon der dritte Uwak-Reiter auf den Plan und schoss kopfüber auf die Gondel zu. Der Vorderteil der Gondel wurde von der vollen Wucht des selbstmörderischen Angriffs erfasst und eingerissen, und das geschnitzte Abbild von Kendra Kitai zusammen mit dem Rest des Bugs nach hinten zu schleudern. Zwei Besatzungsmitglieder wurden sofort von dem Aufprall getötet. Edel umklammerte just in dem Moment ein Geländer mittschiffs, als die vorderen Seile rissen. Das, was von der Gondel noch übrig war, kippte nach unten, allein durch die hinteren Verbindungsseile mit dem zischenden Ballon verbunden. Noch ein Krieger und ein nicht gesicherter Kishiri-Botschafter verschwanden in der Dunkelheit. Das, was von der Kendra übrig war, sauste in die Tiefe. Der Ballon schleuderte seine Geiseln unter sich heftig hin und her. Edel sah verschwommene Gesichter über sich, die sich allesamt verzweifelt an die Überreste der Deckaufbauten klammerten. Unter ihnen gähnte der Hafen, einem weit aufklaffenden Maul gleich, das sie verschlingen wollte. Aus der Ferne hörte er, wie das verräterische Pfeifen von neuem einsetzte und mit jeder Sekunde schriller wurde. Er brüllte seiner Mannschaft zu, von Bord zu springen, und tat es ihnen schließlich selbst gleich, um seinen Traum einer Eruption von Hitze und Licht zu opfern. Während die Brandung gegen das Ufer der südlichen Halbinsel schlug, tobte das Chaos im Norden unbeirrt weiter. Jeder Schütze auf den sechs Klauen feuerte ungestüm in den Himmel, auf der Suche nach dem letzten Luftschiff. Jogan stand im offenen Tor und hielt seine Repetierballiste in beiden Händen. Die Balliste, eine klobige Konstruktion aus knochigem Holz und elastischen, unter Hochspannung stehenden Bändern, gehörte zur Standardausrüstung für die Front. Doch während der lang erwartete Krieg schließlich jenseits des Hafens im Norden tobte, wanderte Kara auf der Anhöhe herum und ließ den Blick in alle Richtungen schweifen. Ihr zerrissener Reisebeutel stand unbeachtet auf dem Boden. Kara, was ist los?« fragte Jogan, der mit ausladenden Schritten zu ihr herüberkam. »Mein Mundtock«, sagte sie und schwang ein Stück Lederschnur. »Das verdammte Vieh hat seine Leine durchgebissen und ist abgehauen.« Jogan kniete nieder und nahm die Spuren im violetten Sand näher in Augenschein. »Die Explosionen haben dem Tier Angst eingejagt. Hast du es gerufen?« »Das würde ich, wenn ich seinen Namen kennen würde. Ich habe es erst beim Pferd in Tantry übernommen.« »Und da haben sie dir nicht seinen Namen genannt?« »Ich wusste, dass ich es nur für eine kurze Weile haben würde. Kennst du die Namen aller Leimuntoks, die du mal hattest?« Jogan sah sie verdutzt an. »Und deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass in Uhura alles in geregelten Bahnen läuft.« »Tut mir leid, das ist meine erste Affäre.«
Kara wandte sich ihm ganz zu, um diesen Punkt noch weiter zu kommentieren, doch da spürte sie, wie sich die Macht regte. Sie fühlte es bereits, wie sich der Schatten über Jogan senkte, bevor sie es sah, und streckte instinktiv ihre Machtsinne aus, um ihn telekinetisch vorzustoßen. Zu spät. Eine orkanische Masse krachte auf den sandigen Hang, die wild um sich schlug, als sie auf der Oberfläche aufkam. Kara wurde von der Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert und blickte geradewegs in das leblose grüne Auge eines Ungetüms. »Ein Uwak!« rief sie und kämpfte darum, sich wieder aufzurappeln. In der Dunkelheit streckte sie die Hände aus und ertastete sich ihren Weg um die Kreatur herum. »Ey, Jogan, bist du in Ordnung?« Hinter ihrer Schulter im Nordosten explodierte der letzte verbliebene Ballon donnergleich über dem Hafen. Kara schenkte dem keine Beachtung und tastete sich um den gewaltigen Kadaver herum, bis sie Jogan fand, der unter dem schweren Schwanz der Kreatur eingeklemmt war. Jogan, dessen lila Gesicht von der Detonation erhellt wurde, schaute benommen auf. Blut troff an seine Lippen. »Ich glaube, ich habe dein Tier gefunden«, sagte er zwischen einigem Husten. »Allerdings dachte ich, du hättest dir einen Muntok geliehen, keinen Uwak.«